Hallo und herzlich willkommen, Serenox, du brauchst nicht Hallo sagen, erstmal runterschlucken. Wir haben uns nämlich etwas bekräftigt, ein wenig ja, warme Nahrung verzehrt und es geht weiter mit Saints Row und zwar genau jetzt. Wir haben, ist das das Geld, was wir bekommen haben, 4000? Ja. Und wir haben einen neuen Rang, 2. Hier gehen wir ordentlich und shoppen, würde ich sagen. Da gehen wir mal shoppen. Da kaufen wir die ganzen Buden leer und wir haben ein Apartment bekommen. Und eine Drohne. Und Mord einfach. Ist mir auch ziemlich egal. Ja, ich will spielen. So. Was gab's denn bei dir zum Abendessen? Cornflakes. Aha. Schmecken die gut? Ja. Gut, so, Wardrobe. Hier könnten wir uns umziehen, wenn wir wollten. Ach, guck mal hier. Wir können uns direkt in unserem... Ah, nee. Okay, das sind nur die Sachen, die wir gekauft haben. Wir können uns also umziehen hier. Accept. Okay, wir können rausgehen. Und zack, open door. Das ist cool. Die ganze Welt ist eins. Hab ich das Gefühl. Oder? Ja. Keine Ladezeiten. Das ist cool, sowas. Oh, Polizeiauto. Wollen wir mal stehlen, das Polizeiauto? Nein. Warum nicht? Das ist nicht tight, Bro. Aber hallo? Was würdest du machen, wenn so eine Frau vor dir steht? Wackel, wackel, wackel. Was würdest du machen als Polizist? Ihr sagen, dass sie eine vernünftige Hose anziehen soll. Weiterfahren! Das würdest du als Polizist machen. Versuchen wir es bei dem hier. Hallo, sexy boy. Na, hau da einfach ab. Werden wir mal gute Musik anmachen? 666 Radio habe ich da gesehen, das ist was für Vader. Nee, das ist was für Vader. So, wo ist denn hier der nächste Kleidungsshop? Wir haben besten mal Select. In unserem GPS vielleicht mal gucken, auf der Map. Genau, und zwar müsste das grüne der Store sein. Das sind alle, das die Grünen sind alle Stores, aber du weißt nicht, was für Stores, ja, bis du da warst. Genau, das heißt, da könnte der Gunshop sein. Egal, wir haben eine neue Mission. Aber die machen wir erstmal nicht, weil wir wollen erstmal zum Shop fahren. Übrigens, wir werden uns, das will ich euch mal erklären jetzt, wir sind ja schon im dritten Teil. Wir werden uns so lange Zeit lassen, wie wir brauchen für das Spiel, beziehungsweise ich. Serenox wird ab und an mal wieder reinpoppen, je nachdem, wie viel wir jetzt schaffen. Das ist übrigens, was ist das denn? Waffen? For sale. Ach nee, wir könnten das ganze Ding hier kaufen. Ach, das ist ein Tattoo. Was? Wollen wir Tattoos machen lassen und? Hm? Gut, erkläre ich gerade noch schnell, während wir hier diesen schönen Ausblick haben. Ich werde, was sind 80 Teile vielleicht? Ich meine, das 40 Stunden dauert die Story. Hm? Also 80, 85 Teile vielleicht. Ja, was kann ich? Du könntest den Shop auch kaufen, also. Ich kann den Shop auch kaufen. Ja. Übrigens, ja, also wir werden nicht alle in einem Stück hochladen, das ist klar. Also ein bisschen ins nächste Jahr hinein werdet ihr noch Let's Plays hier zu sehen. Was bringt mir es, wenn ich den Shop kaufe? 5 Tage hat mich genügend. Geld bringt ich das, aber ist jetzt egal. Ich hab eh nicht rein. Genügend. Also wir machen uns mal Tattoos jetzt. Wow. Die sieht dich einfach im Foyer aus. Wo Boah. Möchtest du deine Tattoos haben? Mit Head ist auch Hals wahrscheinlich. Ich hatte ja bei Say. Mach es mal Upper Body. Entire Back? Ja. Upper Back, Lower Back, Entire Chest. Mach mal Entire Back. Okay, wir haben natürlich nicht viel. Schalt mal durch. Mhm. Oh. Weiter. Weiter. Das sieht ja schön aus. Magst du es nicht? Nein. Demon Saint. Nee. Okay, brauchen wir nicht. Jetzt kann man hier auch nochmal andere machen. Nee. Chest? Mhm. Ach so, ja, richtig.
Ich hoffe, das wird das Aufmacherbild für diese Episode. Das werden 10.000 klicken. Nein? Nein. Ein Regenbogen vielleicht? Gut, Entire Chest. Nature Raft. Nee, zurück nochmal oder was möchtest ja. du? Nee, dieser Juice gefallen mir bis jetzt eigentlich. Okay, Arms. Entire ja. right arm. Weiter. Ich würde schon eins machen, was komplett ganzen Arm macht. Wie das allererste. Das allererste, das ist das Beste, ey. Das nee, ist nee, nee, nee. Nein? Nee. Ja, dann lass uns ganz nee, warte, nein, nein, nein. Arme. Warte. Nicht die Hände. Nee, ey, Mann, hör doch mal auf. Oh, oh, okay, Arme. Ja, Arme, Lower right arm. Ja, genau. Lower right arm. Nothing. Armed and dangerous. Nee. Saints. Weiter. Eye for an eye. Weiter. Die Kameraperspektive war schon gut. Weiter. Weiter. Killer. Weiter. 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 Das sind alle. Saints Ascension. Echt sicher, dass alles rum ganz rumgeht? Nee. In welcher Farbe? Die schwarz ist gut. Opacity? Ja. Ganz hoch. Okay, noch was anderes? Nee. Nur eins ist ein bisschen wenig. Am Bauch vielleicht noch eins, oder? Nein. Weniger ist mehr. Nein, ey, ganz viel ist gut. Du spielst alleine weiter. Irgendwann bestimmt. Und dann, man sieht es eh nicht, verdammt nochmal. Sie hat, sie hat eine Jacke an. Hey, das Auto ist weg. Hey, das ist es wieder. Ja, ist mir egal, ob man sieht, wie es geht. Falls man es mal, falls man irgendwie eine Zwischensequenz gibt. Sieht. Ja, weil es mal eine Zwischensequenz ist, wo man, wo es dann irgendwie storygebunden ist, dass jemand nichts anhat, dann. Ups, ich glaube, ich habe gerade zwei Polizisten überfahren. Good girls kick ass. Finde irgendwie einen Kleidungsshop. Okay. Aber ich werde gerade von der Polizei verfolgt, weil ich gerade. Es ist mir vollkommen egal. Okay. Was ist hier? Upgrades? Ach, man könnte hier. Ach, man kann hier kaufen oder was? Ach, pff, keinen Bock. Upgrades sind doof. Ey, wie klauen sie das Polizeiauto? Nein. Doch. Die Polizisten sind eh tot überfahren. Das merkt keiner. Ja, da kannst du dir auch gleich ihre Körper irgendwo in der im Müll werfen. Das geht leider nicht in dem Spiel. Ja, aber das ist geil, das Auto, ey. Bei der US Air Force geht das. Bei der was? US Air. Ha! Das ist ja episch. Guck mal, der blinkt sogar, wenn man den Timer gesetzt hat. Ich sag bei der US Air Force. Ja, du spielst auf aktuelle Geschehnisse an in den USA. Ja. Was ist das hier? Was? Messer? Ich glaube, das ist ein Emo-Shop. So, jetzt rein. Also, wollen wir da reingehen in den Emo-Shop? Es zeigt Klamotten an. Warum ist da ein Typ mit einem Schwert auf dem Rücken? What the hell? Das ist eine Frau. Oder eine Frau. Wir gehen mal in den Emo-Shop. Serenox wollte ja hier gerne reingehen. Teddybären! Komm, kauf mal was ein. Okay. Was möchte ich denn kaufen? Ich würde sagen, eine neue Jacke, oder? Ja, guck mal. Piercings kann man hier auch kaufen. Nein, wollen wir nicht. Lower. Ach, Upper Body meintest du? Bra. Ach, die ja. Bras sieht man eh nicht. Die Third Streets sind das Beste. Ja. Also, Upper Body wollten wir. Achso. Was? Nochmal. Okay, non. Also können wir auch rumlaufen, Serenox. Klar. Ey, das mag ich, das Shirt. Nee. Weiter. Weiter. Nee, ich will, dass man das Tattoo sieht. Weiter. Will ich nicht. Weiter. Was ist hier drauf? Wow. Ey, schwarz bringt aber das nicht zur Geltung, die Körperfigur.
Was ein Pulli, ey, wie eng der anliegt. Weiter. Mit Hoodie ab ist scheiße. Wow! Weiter. Ich hab ein Problem trotzdem. Das sieht doch gut aus. Das finde ich gut. Nein? Nein. Ein Problem habe ich. Egal was man hat, alles scheint an den Brüsten festgenagelt zu sein. Weiter. Weiter. Ey, die Haare gefallen mir viel besser, wenn die zurück sind, ey. Weiter? Ja. Weiter. Cowboy. Steampunk. Weiter. Und warum ist auf einmal die Brüste eckig geworden? Weiter. Weiter. Trash. Das sind alle. Gefällt mir alles nicht. Laufen wir jetzt so rum? Wenn du willst. Nee, wir machen das schon mal. Wie kann man das zurückmachen auf die normale? Kann man gleich noch machen, Lower Body. Warte, hier, wo... Ja, hier, könnte man das machen. Lower Body, Shoes. Ja, mach ruhig. Underwear. Kannst auch Underwear machen. Okay, was möchtest du? Du bist in der Wardrobe. Ich bin in der Wardrobe. Oder? Oh, sorry. Aber ich wollte ja erstmal hier Lower Body. Okay, Shoes. None. Sneakers. Dark Side Boots. Welche möchtest du? Warte. Ja, wohl, mach nochmal zurück. Oh, das sind Emo-Sneaker, hallo? Ja, das, was du jeden Tag trägst, das sind Emo-Sneaker. Das, ich hab Sportschuhe an. Ich hab in etwa solche an, aber anders. Schuhe? Was? Nein, die sind viel besser. Nee, mach nochmal weg. Also die sind so schwarz und haben so einen Haken. Also die finde ich eigentlich schon ziemlich gut. Mhm. Underwear? Ist da noch irgendwas? Ey, so. Na, ach Gott. Willst du None machen oder was? So, das ist cool. Nee, weiter. Camo. Das ist doch kein Underwear. Achso, Underwear. Ja, Underwear ist doch egal. Okay, was möchtest du? Das ist irgendwie... Warum bringt es einem das einzustellen? Ey, was ist denn, wenn wir einfach ganz nackt rumlaufen? Das geht auch in dem Spiel. Ja. Langsam habe ich echt, muss ich sagen, Respekt, was sie alles sich trauen. Das können wir auch schon zweiten. Ja, natürlich. Was möchtest du denn haben? Sagen? Ach, dann nehmen wir den Default. Shoes. Lower Body. Eine neue Hose, oder? Ja. Machen wir die Camos. Die Camo. Nein, weiter. Warum nicht? Camouflage Wear ist scheiße und faschistisch. Wow. Was? Seit wann ist denn Tarnfarbe faschistisch? Egal. Weiter. Jeans. Gut aus, oder? Ne, weiter. Die sieht schön aus. Du magst ja auch gar nichts, oder? Oh, die sieht. Ah, die ist cool. Weiter. Oh. Weiter. Das waren alle. Dann nehmen wir die Hipster. Machen wir die Hipster Jeans? Die Hipster Jeans. Da. Noch mal einen weiter. Nee, nehmen wir die Hipster Jeans. Okay. Und wir kaufen die 50. Welche Farbe möchtest du? Schwarz. Schwarz? Ja, das hebt sich aber nicht von den Boots ab. Und? Lass es eine andere Farbe sein wie die Boots. So, oder? Das Grau, ist das gut? Nee, Ton in Ton. Okay. Secondary Color. Vom Gürtel. Ja, mach den mal Neonrot. Und die Farbe vom Totenkopf. Den machst du grün. Grün! Ja, ist von einem Alien, ne? Und dann kaufen wir ihn, oder? Nee, das sieht scheiße aus. Mach den Schädel. Nee, mach den. Wir machen das Gold. Wir machen das Gold. Okay, jetzt aber die Secondary Color. Nein, die muss rot bleiben, Junge. Siehst du nicht? Warum? Secondary Color, welche möchtest du? Nee, ist schon gut. Nimm das Rot. Ah, eins tiefer Rot. Also schöner. Butcher Eyes. Yes. Okay, neue Schuhe sind gut, haben wir gesagt. Upper Body müssen wir noch, oder?
Ja, da Wollen wir gab's den nicht Necklace Gutes. kaufen? Hier sowas. Oh. Sorry. Na, würde ich sagen, oder? Ja. Wenn wir nichts anziehen, es gibt uns gar nicht positiv. Ich dachte, das gibt uns dann irgendwie plus 20 oder so. Necklace? Wir müssen. Necklace waren keine guten. Hier nur. Nur die. Das finde ich eigentlich schon ganz gut. Color. Ist so gut so. Eigentlich ganz gut so, oder? Gut, accept. Upper Body. I has said hoodie. Warte, das Dark Side T-Shirt? I has a said hoodie. Ah, das macht die dick. Das macht die echt dick. Guck mal. Wir müssen irgendwas, was sie gut aussehen lässt. Es ist voll emo, alles schwarz. Warum wohl? Weil wir in einem Emo-Laden sind. Ey, das sieht echt gut aus. Das sollten wir nehmen. Nee. Warum nicht? Dann noch lieber richtiges Tanktop. Das ist mir zu noch zu tief dann. Seht ihr, aus diesem Grund haben wir keine Freundinnen. Die würden einfach überhaupt nicht mit uns zurechtkommen, weil wir uns streiten würden, was sie anziehen müssen. Okay, also es gibt nichts Schönes. Piercings. Nee. Was ist denn ihr Face Piercing? Irgendwas Piercings? Nein. Nein, okay, none. Es gibt uns aber alles Respekt, das weißt du, gell? Ist mir egal. Hans? Ah, die Handschuhe sind gut, ey. Also das sind jetzt Outfits. Wardrobe. Lass uns nochmal die Jacke anziehen, ja. Ja. Ey, nein, ich weiß nicht, ich würde gerne das T-Shirt irgendwie haben. Willst du Oder nicht? lass uns halt nochmal zu einem anderen, Ja, lass uns nochmal zum anderen Shop. ja. Genau. Okay, Exit. Yes. Jetzt haben wir eine neue Hose wenigstens. Serenox, warum begeben wir uns in diesem Spiel das erste, was wir machen? Wir nehmen eine Frau und dann kaufen wir Klamotten. Das mache ich auch, wenn ich im Mann spiele. Ich möchte hinzufügen, dass es absolut Serenox seine Idee war, eine Frau zu machen und dann Klamotten kaufen zu gehen und nicht machen. Das würde ich auch mit dem Mann machen. Das ist das Wichtigste erstmal. Erstmal Klamotten kaufen. Oder lebst du gerade Fantasien aus? Ja oder nein? Ich meine, wer spielt von uns beiden, nicht wahr? Serenox. Ja, ich folge nur deinem Befehl. Naja. Du könntest ja auch hier was anderes machen. Ich sitze ja nicht mal neben dir. Psst, also, das haben wir ja Das schon haben wir gesagt schon worden. gesagt, ja. Das haben wir schon gesagt. Ihr habt vergessen, was wir gesagt haben, weil ihr eh nicht immer hinhört, was wir sagen. Die sind Ey, nicht schon gut. wieder, ey, Die schon passen wieder. schon mal Ups. auf. Da hast du absichtlich hingelenkt. Das kannst du mir hier erzählen. Was ist das hier? Schöner Chirurg. Hey, Stars and Stripes spielt gerade. Ah, hier kann man mehr Muckis bekommen. Nee, das ist ein Schönheitssalon. Ja, mehr Muckis bekommen. Nee, hier kann man sich komplett umgestalten. Ach so, Das cool. ist. Fettere Titten irgendwann mal. Kann passieren, ja. Man kann sich auch zum Mann Kann. umgestalten. Ja, das ist quasi wieder der Charakter Creator. Ja, das ist cool. Nee, finde ich cool, dass sowas möglich ist. Ich mag das bei Online-Rollenspielen, mag ich das immer nicht, wenn, Gab's nicht bei Divinity 2 Ego Draconis so einen Hermaphroditen in deiner Drachenburg, der ich. Ja, aber da konnte man nur einmal auswählen. Man konnte einmal sagen, ich möchte jetzt zu einer Frau oder zu einem Mann werden. Nee, war das nicht bei Fable, wo das nur einmal ging? Bei Nee, Fable 2? das war, was bei Fable? Bei Fable Das war bei 2 Fable, du hast gab's recht. das so einen Trank, wo man das nur Du einmal hast machen recht, kann. das war bei Fable. Du, das ist ein Repair-Shop hier. Ja. Wir fahren erstmal alle Shops ab hier. Ja, bis wir vernünftige Klamotten haben. Ich meine, solange wir die Stadt auch ein bisschen kennen. Ja, ich meine, es gibt, wir haben jetzt gesehen, es gibt also Charakter-Creator, es gibt einen Autoshop. Jetzt habe ich ihn richtig eingestellt, nicht richtig. Es gibt also einen Autoshop, Klamotten, und was war das hier? Tattoos. Und ich muss sagen, das Car-Handling, also ich rede nur noch Englisch hier. Das Autofahren ist ganz gut. Oh mein Gott! Hey, die hauen ab. Du willst Nee, nein. Car. Doch. Ich liebe es. Steig aus. Man kann nämlich jetzt auch schießen. Achtung.
Nein, kann man nicht. Ups. Ich will, warte mal. Erstmal hier, man kann die Sirene anmachen und dann fahren alle aus dem Weg. Guck mal. Wie geil ist das, ey? Das ist gut. Das Spiel ist gut. Ich liebe das nämlich, wenn du ein Polizeiauto nimmst und alle fahren dir aus dem Weg. Oder ein Feuerwehrauto. Hat bei Ellen auch nicht so gut geklappt. Ja, nicht wirklich. Aber man kann anscheinend nicht den Wasserwerfer benutzen wie bei GTA. Das geht bei GTA auch nicht. Doch, das geht bei GTA. Welchen? 4. Echt? 2. No. Allen. 2. Allen, die ich gespielt habe. Bei 2 geht es. Ich habe, glaube ich, gerade meinen Truck geflippt. Gott sei Dank. Es geht bei 2. Da bin ich mir 100 Milliarden % sicher. Nimm das Taxi. Jetzt. Sicherer. Wir klauen uns ein Taxi. Ja. Give me your fucking car, man! Wow. Hallo? Ich wollte ihn nicht erschießen. Doch, wollte ich. Warum hast du das gerade gemacht? Das ist ein Waffenladen. Boah, das ist scheiße, das Auto. Ach, das war ein Waffenladen. Wir waren schon da. Übrigens, das Taxi ist im Gegensatz zu GTA scheiße. Also, das Spiel ist eindeutig kein GTA-Klon. Weil du es daran festmachst, muss es stimmen. Das aber sieht besser aus da vorne. Give me your car. Give me your car. Das ist eine Frau. Ich dachte, das wäre ein Mann. Ja, das ist echt gutes Auto. Ey, hier ist ein Klamottenladen. Hey, sogar ein guter. Von uns. Ich versuche einen Burnout zu machen. Aber ich glaube, das geht nicht. Doch, man kann Burnout machen. War das bei GTA, wo du irgendwann den Reifen Burnout bekommen? Keine Ahnung. Geht wo, in welchem Spiel war das denn? Wow, du kannst dich boosten damit. Guck mal. Achtung. Ja. Aber dann wird man wahrscheinlich sich nicht einen Burnout leisten können. Ich glaube, das war in GTA, wo dir irgendwann die Reifen kaputt gehen, wenn du das machst. Guck mal, der Polizist rennt in der Nähe, guck mal. Jetzt steigen sie aus. Nein, der Polizist ist gut. Okay, ich hätte aber erst ein paar Frauen überfahren. Was zum Teufel war das denn bitte gerade? Wir hatten gesagt Upper Body und dann Upper Body und dann hier. Oh, das sieht schon mal völlig andere Kleidung her, oder? Sag einfach weiter. Wie immer. Weiter. Bomberjacke. Weiter. Business Casual. Wie so eckig die Brüste. Catwalk Scarf. Ah, guck mal hier. Wir sind gerade Crocs, können wir weitermachen. Schöne T-Shirts. Oh. Oh, nee. 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 Warte mal. Na, aber nee, das nehmen wir nicht, vergiss es. Was war es da unter über? Wir wollen doch, ganz ehrlich. Ey, das mit dem, ey, komm, warte. Nein. Dress to impress. Nein. Mach nochmal, zeig mir das nochmal. Nein. Oh, das sieht doch geil nein, aus. Nein, komm. Nein. Nee, da sieht man. Nein. Na komm, warte, nee, zurück. Dress to impress. Das. Was? Dress to impress. Nein. Warum nicht? Alter, lieber ein T-Shirt. Ich hasse. Nein, das ist doof. Ich will kurze Ärmel haben. Nein, warum? Das sieht scheiße aus. Weil es besser ist. Nein. Irgendwas Casualhaftes. Nein. Sowas hier. Nein. So, was zieht man euch an? Warum ey, mal ganz kurz. Warum ganz kurz, Casual ich muss sagen, ist? Das ist sau cool. Ganz kurz mal. Ich muss sagen, das ist sau cool. Man kann da reingucken in das Hemd. Ich finde es cool. Weil bei GTA oder so ist es ja so genau anliegend am Körper. Hier finde ich das, guck mal, da kann reingucken. Siehst du es? Ja. Finde ich cool. Nee, aber ich muss sagen, das ist doof. Sowas hier zum Beispiel ist nee. Schön. Aber Dress to Impress, wirklich? Guck mal, es gibt aber nicht so viel Respekt, gell? Es gibt alles dasselbe Respekt. Ey, aber Dress to Impress, da müssen wir aber irgendeine andere Color nehmen, ey. Nein! Alter, Ton in Ton. Schwarz. Ja. Genau so willst du es machen. Ja. Was ist denn die Tetrality Color? Ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach mal rot. Und irgendwann werden wir es rausfinden und sagen, ach, das war's. Lass uns mal weiter gucken. Ja, aber war ja nichts anderes mehr. Wir waren hier unten schon. Hier waren wir. Das gefällt mir ganz gut. Mir nicht weiter. Nee. Nee. Das ist ganz cool. Weiter.
Das finde ich cool, das finde ich echt gut. Weiter. Das erinnert so ein bisschen an die Army. Nee. Weiter. Nee. Male Model oh. Shirt. Ja, vor allem dieses Männer-Shirt, gell? Ist mir vollkommen egal. Wie ich sehr meinte, deswegen ist es unten so kurz. Mod Male. Also das ist jetzt alles dasselbe für Mann nochmal. Das, oder? Würde ich sagen. In einer anderen Farbe. Ja. In der Farbe, die zum Gürtel passt. Die Brüste sind eckig. Das liegt an der Verpixelung. Merkwürdig. Kantenklettung. Nee, schwarz ist doof. Ich würde gerne kariert oder so haben, ganz ehrlich eigentlich. Ich nicht. Ah, die Knöpfe. Ey, wir machen die Knöpfe rot. Ja, du hast recht, Style in Style. Achtung. So, wir führen den Gürtel weiter. Perfekt. Ja. Doch, wir führen den Gürtel weiter. Das ist perfekt. Accept. Okay, dann können wir jetzt... Gibt's auch einen anderen Bra hier? Ey, der sieht besser aus. Der gibt mir sogar 10 Respekt dazu. Auch in schwarz. Ja. Nee, warte, die war... Ups, das war jetzt gerade falsch. Die war eins zu weit nach rechts. So, hier, okay. Scheiß. Ups, nein! Ah, ich verklick mich die ganze Zeit. Und dann nochmal Lower Body. Und Lower Body erstmal... Hier die andere Schuhe oder dieselben Schuhe behalten? Können wir mal gucken, ob es noch gut bessere Schuhe gibt. Shoes. Bad Girl Boots haben wir schon. Das sind so Schuhe. Saints. Nee, komm, lass unsere Bad Girl Shoes. Okay, dann würde ich sagen, we are ready to Rambo. Wir haben wahrscheinlich jetzt noch 5 Minuten. Ey, jetzt guck sie dir nochmal an. Ich habe doch echt kein schlechtes Charakterdesign gemacht, oder? Hast du echt nicht. Also ich sage es nur, ich hätte zwar einige Umfänge und Volumen größer gemacht, aber ja, komm, dreh ich schlanker gemacht. Dreh ich nochmal. Obwohl, nein, die eigentlich sieht lebensecht aus. Mal also von so vorne. Mal von vorne. Aber ich muss sagen, die Haare gefallen mir nicht. Weil da können wir vielleicht nochmal dran arbeiten. Ja. Finde er mehr ein Friseur. Daran, nee. Ja, da drüben ist ein Typ im Affenkostüm. Ich finde dir einen im Friseur, allerdings... Erst nächste Episode, weil man glaubt es kaum. Ich habe schon wieder eine halbe Stunde gespielt. Tja. So was obwohl wahrscheinlich wir machen nächstes Mal, da könnt ihr euch da freuen, dann wieder eine Mission. Nachdem wir beim Friseur waren. Nein, wir machen zuerst die Mission und dann gehen wir zum Friseur. Dann lassen wir die Haare so. Oder. Wenn wir jetzt entscheiden, Serienlox. Wenn wir jetzt nicht zum Friseur gehen, dann. Wir fahren. Ups. Ich hab mein Auto versenkt. Wir fahren zum Friseur, aber nehmen erst dann wieder auf, wenn wir gerade drinnen sind, okay? Ja. Okay. Das heißt, wir haben eigentlich sogar noch, warte mal, wir haben noch 2 Minuten. Jetzt mal gucken, also, wo ist denn der nächste Shop? Da unten. Glaubst du, haben wir überhaupt hier noch einen Friseur? Oder ist der Body Shop der Friseur? Keine Ahnung. Lass uns mal erstmal zu dem anderen Store hier fahren und ein Auto erstmal holen. Wo ist denn hier ein gutes Auto? It's your man if you're banging in the back of the bar. So, hier, das ist hier die beste Maschine der Welt. Mit der fahren wir jetzt da runter. Kennt ihr auch einen Wheelie? Ja, geil. And 21 is 22. Rekord, ich habe gerade einen Wheelie-Rekord gemacht. Au! Also das würde man im echten Leben auch wohl nicht schaffen. Ups. Können wir mal mit Zementmischer, oder? People run over, 50. Das war gerade mein 50. Runover. Und mein 51. Oh, wir werden von der Polizei verfolgt. Ich hoffe, dass es auch Panzer gibt. Und ich wünsche, du würdest die Musik gerade hören. Das passt gerade episch zu diesem Rampage, den ich gerade hier habe. Die Polizeihelikopter sind schon da. Guck mal da. Und da ist der Shop und es ist ein...
Oh, fuck. Es ist ein falscher Shop. Fahren wir mal da runter. Ich komme mit dem Ding nicht. Oh! Alter, ich brenne! Ich brenne! Oh mein Gott! Ich glaube, Darinox, damit beenden wir diese. Oh mein Gott! Renn weg, renn weg! Oh fuck, das war nicht gut. Ja. Ich glaube, da war ein Abgrund. Scheiße. Ich hoffe, dass unsere ganzen Charakterisierungen. Und gerade jetzt sind die halbe Stunde rum. Dann. Ah, perfekt, wir haben unsere angehalten, angelassen. Damit würde ich sagen, Xerinox, Dankeschön fürs Kommen mal wieder. Dankeschön für unsere Zuschauer, dass ihr wieder kräftige Kommentare geschrieben habt, hoffe ich natürlich. Bis zu unserem nächsten Mal, wenn wir den Mission machen, aber zuerst noch einen Friseur finden. Ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Video, nicht wahr? Tschüss. Tschüss.